wäre Mama gestorben, als ich noch in ihrem Bauch war. Da war sie gerade in einem Bahnhof unter der Erde und war traurig. Zurückbleiben, bitte. Mein Name ist Naima und ich bin Autorin und Illustratorin. Aber als sie zu den Gleisen hin ist, hab ich sie in die Bauchdecke getreten. Da ist sie stehen geblieben. Ich bin mit meiner Schwester zusammen bei einer psychisch kranken Mama aufgewachsen. Die war alleinerziehend und hatte bipolare Erkrankungen. Die Familiendynamik war ein bisschen verschoben. Erst im Nachhinein konnte man das richtig durchschauen, dass ich in der Situation war, die Mutterrolle für meine Mutter zu übernehmen und meine große Schwester die Mutterrolle für mich. Parentifizierung heißt ja so eine unbewusste Übernahme der Elternrolle für einen Elternteil, das selbst Hilfe benötigt und auch nicht in der Lage ist, immer die Elternrolle zu erfüllen, dem Kind gegenüber. Schon früh hat halt angefangen, dass ich gemerkt habe, dass sie Trost und Beruhigung braucht in manchen Phasen und dass sie auch braucht, dass man vermittelt mit anderen Menschen, Situationen entschärft. Ich mach die Augen auf. Da ist die Mama plötzlich da. Die Tanten haben sie mit der Drehtür eingefangen. Durchs Glas muss sie schwören, sofort nach Hause zu fahren und sofort die Tabletten zu nehmen, wenn sie dort ist. Ich muss den Tanten schwören, sofort bei Mama im Auto einzuschlafen. Warum sind sie sauer auf mich? Ich habe schon versucht, mich einigermaßen unsichtbar zu machen, um ihr nicht in die Quere zu kommen. Und mich selbstständig zu machen. Also anfangs mit meiner Schwester zusammen und dann halt auch alleine. Und auch, fängt, glaube ich, in einem bestimmten Jugendalter an, dass es einem ja wichtiger ist, was die anderen Jugendlichen von einem halten oder über einen denken. Da war mir wichtig, dass die nicht so viel mitkriegen von wegen, was zu Hause passiert, weil wir natürlich stigmatisiert wurden, entweder von den Jugendlichen selber oder von den Eltern, die sich natürlich Sorgen gemacht haben um ihre eigenen Kinder, aber da war dann halt oft die schnelle Reaktion, dass einfach die nicht mehr mit uns nach Hause durften und ich auch nicht zu denen. Mama lenkt mit dem Knie und dirigiert mit zwei Händen. Die Straße ist eine Sprungschanze in den blauen Himmel. Oh, scheiße! Der verdammte Laster nimmt uns unseren schönen Schwung. Wir überholen. Jetzt oder nie. Oder nie? Tochter! Heulst du jetzt? Wir haben viele Schutzengel. Und die sind schnell. Caramba! Juhi! Meine Reaktion auf depressive Phasen waren, wenn in so einer gewissen Lebensphase, wo mir nicht so ganz bewusst war, dass die ultimative Konsequenz oder die größte Angst, die man hat bei einer depressiven Person, nun mal ist, dass sie sich das Leben nimmt, da hatte das eigentlich auch einen ganz beruhigenden Effekt. Also die Phasen, wo ich wirklich, wirklich sicher sein kann, dass sie zu Hause ist, wenn ich von der Schule komme, waren halt die Depressionen. Und da hat sie sich auch wenig Ärger eingehandelt mit anderen Familienmitgliedern oder Arbeitgebern oder so. Das habe ich mit relativ viel Schuldgefühl vor mir selbst zugegeben, dass ich eigentlich manchmal ganz erleichtert war, wenn sie depressiv war. Was meine Mutter tatsächlich hat, also die Diagnose, die wurde uns nicht klipp und klar von unseren Verwandten erklärt. Und auch nicht von einem Arzt oder Sozialarbeiter, sondern es war tatsächlich ein guter Freund von meiner großen Schwester, der nochmal wiederum ein gutes Stück älter war und der selber bipolar war und so eine ganz progressive, proaktive Haltung zu seiner eigenen Krankheit hatte. Was viel heißt, denn in der Manie ist es schwer, die eigene Krankheit einzusehen. Aber der hat uns tatsächlich versorgt mit einem Buch, wo alles drin stand.
Und da war ich schon fast 16, glaube ich. Also sehr spät. Und ich verstehe die Idee dahinter, dass klar, das gibt es auch immer noch, dass man irgendwie abgestempelt ist, wenn man eine Diagnose hat. Aber für uns Kinder oder Jugendliche wäre es gut gewesen, zu wissen, dass es sich überhaupt um eine Krankheit handelt, die manche Verhaltensweisen einfach erklären. Und dann wäre es für uns leichter gewesen, dazu Abstand zu nehmen und gewisse Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Der Doktor macht einen Strich, das ist die Nulllinie, so zack. Dann malt er eine Sinuskurve mit rotem Kuli für Manie oberhalb der Nulllinie und blauem Kuli für Depression unterhalb der Nulllinie. Zack. Schwierig wird es hier. Er malt Kringel um die Stellen, wo die Sinuskurve die Nulllinie ungerührt von oben nach unten überquert. Da hat der Patient noch den euphorischen Antrieb der Manie, aber schon die Stimmung der Depression. Oder hier Kringel. Noch die Gedanken der Depression, schon die Kraft der Manie. Da ist statistisch gesehen die Suizidwahrscheinlichkeit am höchsten. Man sollte denken, hier, da ist der Patient ja am depressivsten, aber nein. Am höchsten ist die Suizidwahrscheinlichkeit hier. Ja, ich weiß! Schon kapiert. Hatte ich vorher schon kapiert. Schon vor ihrem Scheiß-Schaubild. Wenn ich weiß, Mama ist sicher in ihrer Depression gelandet, ist meine Welt in Ordnung, Arschloch! Also? Ob das schon die ersten Anzeichen sind, muss ich wissen. Und wenn ja, was muss ich machen? Das trat, glaube ich, dann in so einem frühen Jugendalter ein, dass ich mich selbst sehr beäugt habe daraufhin, ob ich das selber auch kriege. Und war dann sehr bewusst all meiner Emotionen und so und habe auch von Anfang an versucht, die eigentlich zu kontrollieren. Weil ich wusste, ich muss aufpassen, dass mir das nicht auch passiert. Oder dachte das auf alle Fälle. Das war aber natürlich nicht unbedingt hilfreich. Also irgendwann muss man seine Grenzen ausloten. Ich war dann später in Therapie mit 18 und ich glaube, das ist ganz symptomatisch, dass es für mich dann schwierig war, mich abzulösen, als ich wirklich physisch auch ausziehen wollte, Abstand nehmen wollte. Und dann wurde mir klar, wie viele Schwierigkeiten ich habe, meine Mutter alleine zu lassen. Und sie auch Schwierigkeiten hat, mich gehen zu lassen. Und das war interessanterweise eine Kinder- und Jugendtherapeutin, die mich einfach noch gesehen hat als großes Kind, was allein schon gut getan hat, glaube ich. Das Wichtigste, was ich da gelernt habe, war eigentlich auf meinen Körper zu hören, dass psychosomatische Erscheinungen, verschiedene, die ich so beobachtet habe, die mir das Leben auch schwer gemacht haben, dass ich die nicht gesehen habe als erstes Anzeichen davon, dass ich jetzt auch richtig ganz ordentlich eine Krankheit habe, die vielleicht vererbt ist oder so, sondern dass das so kleine Wegweiserchen sind, die mir zeigen, okay, bis dahin hältst du das alles aus und das brauchst du irgendwie. Also es war eine sehr wichtige Lektion, mit der ich dann auch ganz gut weit gekommen bin erstmal. Engelchen. Das Gespräch beginnt wie die vielen Male zuvor. Ich sage, es geht mir gut. Dann ist sie dran. Ihr Monolog ist wie eine Anklage. Sie plädiert auf Todesstrafe für sich selbst. Ich weiß, was ich gleich zu tun habe, wenn mein Stichwort kommt. Mein Part ist die Verteidigungsrede eines Anwalts. Ich bin die Verteidigerin vom Sinn des Lebens meiner Mutter. Da kommt es, mein Stichwort. Ich bring mich um. Ich bin doch eh schon tot. Ich brauche nur noch meinen Körper umbringen. Aber diesmal ist irgendetwas anders in mir. Irgendetwas packt mich und geht mit mir durch. So viel kriege ich gerade noch mit. Dann tu's doch endlich! Ich kann dich sowieso nicht retten!
Engelchen. Also was halt schwierig ist, ist für die Kinder, dass die nun mal in so eine Aufgabe hinein wachsen und es nicht anders kennen. Das ist der große, große Unterschied zwischen pflegenden Angehörigen im Allgemeinen, Erwachsenen, und Kindern, die in so eine Situation kommen. Und dann kann es sein, dass sie ihre ganze Identität in ihrer Persönlichkeitsentwicklung um diese Carer-Aufgabe herum aufbauen. Dass es ihnen passiert automatisch, dass wenn niemand anders diese Aufgaben übernimmt, dass sie reinrutschen in diese Rolle. Das ist Parentifizierung. Und wo mir echt die Hutschnur hochgeht, wenn ich höre, Young Carers, also Jugendliche und Kinder, die sich um kranke Eltern kümmern, echte Pflegeaufgaben übernehmen, brauchen Unterstützung. Und Unterstützung finde ich falsch. Also ich würde dafür plädieren, das Wort Unterstützung immer mit Entlastung zu ersetzen und zu gucken, ob das nicht möglich ist. Weil wer Unterstützung braucht, sind die Eltern für ihre Elternrolle. Die Pflegerolle ist nicht, gehört nicht zu den Kindern so. Bei Florenz muss ich immer denken. Engelchen, Angeletta, ich bin in Florenz. Als ob das eine frohe Botschaft wäre für ein Kind, das allein ist in einer Wohnung, in der das Ich bin schnell Brötchen holen. Seit 3 Tagen verhallt ist. 3 Tage lang nicht an die kleine Mo gedacht und plötzlich so Shit, das Kind! Klappt nicht. Ich probiere. 3 Tage lang immer wieder an das Kind gedacht, aber nicht angerufen. Klappt nicht. Über die Jahrzehnte ist meine Wut vielleicht nicht verflogen, aber verdünnt. Auf jeden Fall mit Neugier gemischt. Sinus ist, glaube ich, eher so das Produkt von langjähriger Verarbeitung. Ich habe das geschrieben, als mein Kind ganz klein war. Und ich dachte, ich bin jetzt so richtig erwachsen, weil ich bin ja jetzt Mama und so. Und ich gemerkt habe, dass so Kindheitsgeschichten einfach ein großer Teil von Identität sind und dass meine Geschichten immer noch nicht einfach irgendwie Smalltalk-tauglich sind. So typische Situation ist so ein Weihnachtsessen mit Freunden. Da habe ich gemerkt, meine Geschichten sind einfach was so ein Gespräch irgendwie zum Erstummen bringt. Und das war mit ein Grund, das Buch zu schreiben. Und dann zu sagen, wen es interessiert, die können es dann einfach lesen und müssen auch nicht. Also ich wusste schon um die verstörende Wirkung von manchen Geschichten. Die schlimmsten Worst of Stories sozusagen, die sind da alle nicht drin in dem Buch. Ich wollte ja immerhin, dass das noch irgendjemand liest. Und vor allem wollte ich, dass Kinder und Jugendliche, die in einer ähnlichen Situation sind, nicht retraumatisiert werden. Das war ein ganz wichtiger Hinweis, den ich auch bekommen habe von einer Psychologin und der mir total eingeleuchtet hat. Ich selber hätte mir auch nicht das genau so reinziehen wollen. Aber ich hätte mir als Kind und Jugendliche reinziehen wollen, dass es andere gibt, die sowas erleben oder noch besser, die sowas überlebt haben, nenne ich das mal, und einigermaßen heile draus rausgekommen sind. Ich habe noch sehr gut in Erinnerung eine Lesung in einer psychiatrischen Landesklinik, wo Kinder und jugendliche Patienten mir zugehört haben. Und ich hatte noch nie so ein aufmerksames Publikum. Und dann gibt es diesen Moment, wo man nach der Lesung das Gespräch eröffnet. Und bei denen habe ich gemerkt, da kommt nichts über ihre Lippen und habe angesprochen mein Gefühl, nämlich dass sie sehr wohl viel wiedererkannt haben von sich selbst, aber in diesem Rahmen, wenn nicht sogar überhaupt, darüber wahrscheinlich nicht sprechen wollen. Und sie haben dann wirklich alle so genickt, immer noch ohne irgendwas zu sagen. Kinder und Jugendliche möchten ihre Eltern nun mal nicht denunzieren und dürfen das auch gar nicht oder können sich das nicht leisten, weil es eben eine existenzielle
Bedeutung hat. Ich kann mich daran erinnern, dass für mich sozusagen alle Erwachsene so eine Front sozusagen waren, ob das irgendwelche Trainer im Sportverein waren oder Lehrer oder Ärzte oder Leute, die mir helfen wollten. Die waren ja alle auf eine Art irgendwie eine Autorität und waren alle potenzielle Leute, die uns dem Jugendamt melden könnten. Und dann hatten wir Angst vor den nächsten Schritten, die passieren würden, dass meine Mutter in die Psychiatrie kommt und wir irgendwie von ihr getrennt werden und so. Und genau darüber haben wir gesprochen. Und dann floss das auch richtig raus aus den Jugendlichen. Und wir haben über Anonymität gesprochen, was ein Schlüssel sein kann, um genau diese Grenze endlich zu überwinden. Und über Schreiben gesprochen auch. Und dass auch das Internet super gut sein kann dafür, dass man bei der Wahrheit bleiben kann, aber vielleicht unter einem anderen Namen. Eine der ersten Fragen, die dann doch kamen, waren, ob ich jetzt selber Familie habe. Und ob ich einen Beruf habe, mit dem ich mich selber ernähren kann. Und das ist natürlich so klar, weil das ist irgendwie in dem Alter das Wichtigste. Das ist das, was man vor sich sieht, dass der Beruf als etwas, mit dem man sich selbstständig machen kann, auch loslösen kann, für sich selber sorgen kann, was die sich oft halt nicht zutrauen wirklich. Und Familie, eigene Familie gründen, wirkt in so einer Situation auch als was, als wie der Test, ob man selber sich losgelöst hat, ob man selber nicht dieselbe Krankheit bekommt, und ob man auch einfach mutig genug ist zu sagen, ich möchte selber glücklich sein. You like that? Oh my God! Do you happen to be crazy? No, I'm just completely bei Trost.